Liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim zweiten Rückblick auf den Monat Juli. Ja, ich hatte ja den Büchermonat wieder in zwei Teile geteilt, denn es wurden 15 Bücher und ich habe euch die Bücher 1 bis 7 schon vorgestellt im ersten Teil des Büchermonats. Ihr findet das Video natürlich unten in der Infobox. Und ich denke, wir starten direkt los. Noch ein bisschen Statistik, wer vielleicht das erste Video noch nicht gesehen hat. Es sind 15 Bücher geworden mit 5036 Seiten und das entspricht einer Durchschnittszahl von 163 pro Tag. Ist wirklich eine wunderbare Menge, wie ich finde. Wunderbare Bücher waren dabei. Es ist ein bisschen weniger wie im Juli, wie im Juni, aber ich finde das absolut in Ordnung. Man spürt einfach, hier ist viel gelesen worden. Und ich werde euch jetzt im zweiten Teil die Bücher 8 bis 15 im Grunde zeigen, wo wir ja auch ganz unterschiedliche Bücher dabei haben, und nach den Videoclips werde ich euch dann natürlich noch sagen, was aus den anderen drei Büchern meiner Want-to-Read-Liste wurden, ob ich die geschafft habe, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den einzelnen Videoclips zu den Büchern. Dann leider ein Buch, das ich abgebrochen habe. Ja, das schon mal vorneweg, ich habe das Buch leider nicht beendet, beziehungsweise das Hörbuch. Und zwar geht es dabei um Der Name des Windes von Peter Rutfuss, wie auch immer. Ja, es ist der erste Teil der Königsmörder-Chroniken und wurde gelesen von Stefan Kaminski. Die gebundene Ausgabe gibt es im Glett-Cotta Verlag, so auch das E-Book, und das Hörbuch ist im Hörverlag DHV erschienen. Ja, die gebundene Ausgabe mit über 863 Seiten kostet 24,95 €. Das E-Book liegt bei 17,99 € und das Hörbuch bei 16,99 € ist eine ungekürzte Fassung mit 28 Stunden. Aufgeteilt, ich glaube, auf 4 MP3-CDs war es der Fall. Ich habe mir das auf dem MP3-Player rübergeholt, um es eben unterwegs auch hören zu können. Zum Sprecher muss ich ehrlich sagen, dass er der erste Grund war, warum ich vom Hörbuch aufs E-Book gewechselt bin. Der ging leider für mich gar nicht. Also er hat unglaublich langsam gelesen, einschläfernd, es war sehr, sehr monoton, es war einfach nur langweilig. Und dann dachte ich, okay, du willst der Geschichte dennoch noch eine Chance geben, und bin dann aufs E-Book gewechselt, das ich ja im Grunde schon lange, lange auf dem Sub hatte, mich aber einfach die Seitenzahl eigentlich immer so abgeschreckt hatte und ich es deswegen eigentlich mit dem Hörbuch versuchen wollte. Aber auch mit dem E-Book wurde es nicht besser. Ich habe jetzt von den 863 Seiten ja so knapp ein Drittel gelesen. Ich bin bis Kapitel 29 gekommen. Das sind in etwa 260 Seiten. Ja, beim E-Book kann man das halt immer so schlecht sagen, weil es nicht ganz mit den 863 Seiten von der gebundenen Ausgabe übereinstimmt. Und ich denke, nach so einem Drittel und knapp 250 Seiten kann man sich dennoch irgendwie ein kleines Urteil zumindest erlauben. Das Cover und auch der Klappentext haben mich unglaublich angesprochen. Es ist High Fantasy und wurde immer hoch, hoch gelobt. Ja, um was geht es in der Geschichte? Es geht um Quote, das ist unser Protagonist und er erzählt im Grunde seine Lebensgeschichte. Und wir treffen ihn das erste Mal in einem Wirtshaus, wo er umgeben von anderen Charakteren ist. Und er beginnt eben die Geschichte, wie er als junger Mann im Grunde durch die Welt gelaufen ist, was ihm für Abenteuer passiert sind. Und zufällig ist auch ein Chronist im Grunde anwesend und der sich eben ja die Aufgabe jetzt macht, die wahre Geschichte von Quote niederzuschreiben. Und da muss man aber dazu sagen, ja, wahr in Anführungszeichen, weil wir sie natürlich von Quote erzählt bekommen. Ich fand die Geschichte unglaublich langweilig, unglaublich lang, und man hat auch nach 50 gelesenen Seiten nicht das Gefühl, dass irgendwas passiert ist, und es hat sich gezogen und es hatte unglaublich viele Längen, das ganze Buch, was ich gelesen habe, ich habe immer nur Längen gehabt. Ich fand, es war keine Spannung in den 300 Seiten, die ich knapp gelesen habe da, und das fand ich wirklich schade für so eine High-Fantasy-Geschichte. Also er wird ja verglichen mit Tolkien und George R. R. Martin, und ja, das fand ich persönlich gar nicht. Es gibt sehr, sehr viele Charaktere, die sich um ihn herum befinden, um Quote, und ich fand das im Hörbuch unglaublich verwirrend. Also ich bin ja bestimmt niemand, der nicht mit vielen Namen und außergewöhnlichen Namen zurechtkommt. Also ich bin hier gar nicht zurechtgekommen. Auch das Lesen hat es ein wenig leichter gemacht, weil ich schon das Gefühl habe, wenn man Namen liest und vor Augen hat, dass das ein bisschen anders ist.
Aber das hat, es hat nicht so sollen sein, denn auch die Charaktere drumherum wurden nicht tiefgründig irgendwie beschrieben oder eingeführt und sie waren einfach irgendwie da und sie waren unglaublich blass und das fand ich einfach sehr, sehr schade. Also auch gerade Charaktere, die Quote vielleicht ein bisschen länger bekleidet haben, dass die so nebenscheinlich waren. Ja, und dann ist unser Protagonist Quote hier scheinbar ein Superheld, denn er kann alles, er weiß alles, er hat keine Schmerzen, ist einfach der perfekteste Typ überhaupt auf Erden und das fand ich sehr, sehr nervig. Also ich konnte mit diesem, vielleicht war es Humor, nicht viel anfangen, ich fand ihn auch überhaupt nicht lustig, mir ist er nur auf den Keks gegangen. Also es gab so Dinge, wo ich dann dachte, ja genau, na ist ja logisch, dass du das geschafft hast. Und er kommt ja eigentlich aus etwas ärmlicheren Verhältnissen oder normaleren Verhältnissen und war dann auf der Universität und ach, da fiel ihm im Grunde alles zu. Und das hat einfach so gar nicht für mich gepasst. Und wie gesagt, es wird natürlich aus seiner Sicht erzählt, er erzählt uns seine Vergangenheit und natürlich neigt man da wahrscheinlich zu Übertreibungen und deswegen, okay, kann man so mit so einem Augenblinzeln sehen, vielleicht löst sich das Ganze auch irgendwie auf, aber ich fand es unglaublich unsympathisch und nervig. Auch finde ich, dass es sehr wenig Beschreibung der Welt gab und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja gerade das Tolle, dass er eben nicht jedes Blatt beschreibt wie Tolkien. Für jemanden, der das aber mag, wie ich, was war da? Also hier wurde unglaublich wenig darüber erzählt und das hat mir auch einfach gefehlt. Ich mag es zu wissen, wo ich bin und wie das dort ist und wie es riecht und was ich für Eindrücke habe und ich will mir ja was vorstellen. Das hat mir hier wirklich sehr, sehr gefehlt und für mich ist die ganze Geschichte leider, also ja, ich werde es einfach mal zur Seite legen, vielleicht greife ich es in einem Jahr nochmal an. Gibt ja wirklich viele Leute, die die Geschichte toll finden. Ich gehöre leider bisher nicht dazu. Und vielleicht war es die falsche Zeit, der falsche Ort, keine Ahnung. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann den Schreibstil, der doch irgendwie nicht so rund sich anfühlt, überhaupt nicht vergleichen. Und da kann man High-Fantasy-Größen nehmen wie Tolkien, wie George R. R. Martin, wie Eric Kellen, wie Bernhard Hennen, Brandon Sanderson, Trudy Canavan, die können das alle unglaublich gut. Und ich finde nicht, dass Peter Radfuss da irgendwie rankommt. Schade, aber ich quäle mich nicht mehr durch Geschichten und es tut mir auch leid, weil das Hörbuch ja auch noch ein Rezensionsexemplar ist. Aber ich bin ja sogar noch aufs E-Book umgestiegen, weil ich dachte, vielleicht klappt es dann besser. Aber ja, mehr Chancen konnte ich dem Buch nicht geben und das ist leider bei mir ein sehr, sehr großer Flop, weil wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung unglaublich groß war. Aber von mir leider keine Empfehlung. Und als die Sonne dann am Wochenende schien, war mir nach einem Sommerbuch. Und zwar habe ich zu einem unangefragten Rezensionsexemplar von Knauer gegriffen. Eigentlich bist du gar nicht mein Typ. Von Annabelle ist so relativ neu erschienen, kostet als Taschenbuch 9,99 und hat knapp an die 400 Seiten. Ja, das Buch handelt von Abby, die seit einem Jahr mit Joseph zusammen ist und er sich überraschenderweise von ihr trennt. Sie in ein tiefes Loch fällt, dann im Grunde auch mal wieder zur Arbeit geht und auf der Rückkehr, bei der Heimkehr, findet sie den Karton, den Joseph ihr gebracht hat, mit ihren Dingen aus seiner Wohnung. Ja, im ersten Moment bricht ihre Welt mal wieder zusammen und sie hat das Gefühl, dass sie nochmal den Boden unter den Füßen verliert, denn sie weiß auch so gar nicht, warum Joseph eigentlich die Beziehung zu ihr beendet hat. Sie findet in diesem Karton aber eine Liste, und zwar eine To-Do-Liste sozusagen von Joseph mit Dingen, die er eben noch in seinem Leben machen möchte. Und Abby möchte Joseph beweisen, dass sie die Richtige ist, denn sie liebt ihn und möchte ihn zurückhaben und beginnt eben damit, diese Dinge auf der Liste anzugehen. Egal, ob es Windsurfen ist, ob es ein Tee im Ritz ist oder gar sich von einer hohen Steilwand abseilen zu lassen. Und sie hat da gute Unterstützung von ihrer besten Freundin und auch von einem neuen Freund, der sie gerade bei den sportlichen Dingen unterstützt, Ben. Und wie sie dann all diese Dinge erledigt, merkt sie irgendwie, tut ihr das gut. Und dann stellt sich natürlich die Frage, will sie Joseph oder gar Ben oder was macht sie mit ihrem Leben?
Ja, die Geschichte war sehr schön zu lesen. Ich bin sehr gut durch die Geschichte durchgekommen. Sie war sehr leicht, sie war sehr unterhaltend, sie war sehr lustig. Ich habe an vielen Stellen wirklich herzhaft lachen können und es hat auch Spaß gemacht, einfach so diese To-Dos sozusagen, die Abby da erledigt, ein bisschen mitzuerleben. Das hat mir unglaublich gut gefallen, wie das rübergekommen ist, wie uns das beschrieben wurde, wie Ängste, Freude und Sonstiges uns nahegebracht wurden. Das war sehr realistisch, sehr echt und hat sich wirklich gut lesen lassen und dann auch gut angefühlt. Ich muss natürlich sagen, es war ein bisschen sehr vorhersehbar. Auch das Ende hatte man dann recht schnell so im Gefühl. Es ist natürlich keine Geschichte, die irgendwie mit besonderen Plot-Twists oder sonstigen Wendungen irgendwie ja auf sich warten lässt, sondern es ist eben so eine Geschichte, die man einfach nebenbei liest, wenn man in der Sonne liegt oder am Strand liegt oder am See liegt und dann eben einfach das schöne Wetter genießt und eben auch einfach die Geschichte rund um Abby. Das finde ich persönlich immer ein bisschen schade, wenn es tatsächlich so ein bisschen 0815 ist, aber ich fand es wirklich gute Unterhaltung, trotz dieser 0815-Story, weil das Besondere hier einfach diese Bucket-List war, wie sie ja im Englischen genannt hat, wie auch der Titel im Original heißt, diese Lebenslisten, wo eben gegebenenfalls was draufsteht, was man sich so für sein Leben vornehmen möchte. Und hier natürlich das Besondere ist, dass das gar nicht ihre Liste ist und das hat natürlich so die Geschichte ein bisschen spannender gemacht, dass sie sich Ängsten gestellt hat, von denen sie nicht mal wusste, dass sie sie hat. Es war sehr unterhaltend, es war wirklich witzig. Ich mochte Abby auch bis zu einem gewissen Grad. Als dann dieses Hin und Her in ihrem Kopf losging, war ich im Grunde wieder raus. Ich bin einfach kein Mensch, der ein ständiges Hin und Her in seinem Kopf hat. Ich entscheide mich und dann ist der Weg eben so und dann ist er entweder richtig oder ist er falsch. Und wenn dann mir 100 Seiten darum geht, ach Joseph ja, ach Ben ja oder vielleicht doch ich allein, das ist mir persönlich immer zu viel hin und her und das mag ich persönlich nicht. Und gerade bei Romanen, wo es dann auch einfach ältere Protagonisten sind und keine Jugendlichen, da ja, bin ich eben wie gesagt einfach raus, weil ich einfach ganz anders da ticke, aber es liegt dann tatsächlich nur an mir. Ich glaube wirklich, dass die Geschichte viele unterhalten wird, weil sie wirklich lustig war und wie gesagt, ich habe auch ganz, ganz viele Stellen gehabt, wo ich gelacht habe, wo ich wirklich die Idee und die Umsetzung toll fand und ich mochte eben auch Ben und ich mochte die beste Freundin von Abby und auch Abby war wirklich ein ganz sympathischer Charakter und spätestens, wenn wir in unterschiedlichen Städten unterwegs sind, um da die Sehenswürdigkeit zu sehen, hatte dieses Buch mich, weil man da wirklich nur so ein bisschen wie Urlaub gespürt hat, wie eine Reise und wirklich die Atmosphäre toll war und das wirklich trotz der Locker und Luftigkeit wirklich wunderbar rübergekommen ist und mir wirklich Spaß gemacht hat. Eine Geschichte für nebenbei, die wahrscheinlich nicht lange im Gedächtnis bleiben wird, aber die einen wirklich in den Momenten, wo man sie gelesen hat, eben ganz viel Freude gemacht hat. Also absolut das, was man sich von einem Sommerbuch vielleicht erwünscht und was einen mich dann im Grunde erfreut hat und dadurch tatsächlich eine Empfehlung. Wer ein schönes Sommer, leichtes, fluffiges Buch sucht, der ist hier auf jeden Fall richtig. Und wie beim vierten Teil schon angedroht, habe ich auch direkt den letzten und fünften Band der Unwandelbar-Reihe gelesen. Und zwar Modia von Laura Labers. Ist Anfang des Jahres im Januar erschienen. Hat 350 Seiten, kostet als Taschenbuch 12,99 und als E-Book 3,99. Und ist der Abschluss ja der Unwandelbar-Reihe, die mich ja seit Mai begleitet hat, wo ich auch in einer Leserunde dabei war, wo auch die Autorin selbst mit dabei war und ich das ein ganz, ganz tolles Lesevergnügen fand. Auch der fünfte Teil, ich kann da jetzt natürlich nicht mehr sehr auf die Handlung eingehen, ohne irgendwie zu spoilern. Auch der fünfte Teil geht direkt nahtlos an den vierten Teil weiter und es passiert unglaublich viel. Es ist spannend, es ist emotional. Die Entwicklung der Charaktere ist hier nochmal richtig kräftig zu spüren. Gerade Raina, die Protagonistin, wie erwachsen sie geworden ist und auch einen Hauch vernünftiger, wie ja auch so ein bisschen berechenbarer sie jetzt geworden ist. Sie hat so diese Jugend, diese Sturheit, dieses Gezicke und diese ständige Hin und Her abgelegt. Auch die anderen Charaktere, die man einfach ins Herz geschlossen hat, haben eine Entwicklung gemacht, stehen für etwas ein, füreinander ein. Und man spürt einfach, diese Welt, in der wir uns befinden, ist ja im Grunde im Wandel, in Bewegung. Und wir sind sozusagen einfach dabei. Und die Geschichte war unglaublich spannend. Es gab wirklich Momente, wo man die Luft angehalten hat, wo man dachte,
wie geht das jetzt weiter, was passiert da? Und man hat teilweise wirklich auch einfach mal so eine Verschnaufpause von den Handlungen gebraucht. Es gab Wendungen, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen, die mich teils erschüttert haben, mich teils total begeistert haben, wo ich sage, ja, toll, dass das jetzt doch so kommt. Man bippert bis zum Ende mit und bekommt dann einen Schluss, der die Geschichte wirklich verdient hat, der das Ende wirklich sehr würdig abschließt und der einen mit so einem lächelnden und weinenden Auge im Grunde als Leser zurücklässt, weil man sich natürlich freut, dass man Teil dieser Geschichte war und dann natürlich auch traurig ist, dass man sie nach 5 Teile jetzt auch verlässt. Also gerade so längere Reihen sind natürlich schon sehr fordernd, weil man ja wirklich so am Stück irgendwie dranbleiben möchte, sollte, könnte. Und ja, es war einfach toll. Also es war ein rundherum tolles Leseerlebnis, während der erste Teil mich ein bisschen gepackt hat und ich gesagt habe, okay, ich gucke mir das weiter an, was ab dem zweiten Teil ja wirklich unglaublich spannend und aufregend und gerade die Wendungen und diese ganze erschaffene Welt fand ich persönlich unglaublich toll. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, hier diese Unwandelbaren, diese Pharos und Hydras kennenzulernen und ich fand das wirklich toll. Und es ist eben so ein wunderbares Urban Fantasy, wo eine zusätzliche Welt zu unserer erschaffen wird und wunderbare, ja auch im Grunde gestaltend sozusagen erschaffen wurden, wenn man natürlich auch an die Gestaltwandler denkt, wie gesagt auch die Pharos, dieses Besondere, dass man sich eben als Seele mit etwas verbindet, das fand ich ganz, ganz toll. Also ich fand das einen gelungenen 5. und letzten Band. Ich hatte großen Lesespaß, auch innerhalb der Leserunde und ich finde es wirklich toll, was Laura Labas da geschaffen hat und ihr nächstes Buch erscheint jetzt demnächst irgendwann im Drachenmond Verlag. Also sie hat als Self-Publisherin nun einen Verlag gefunden und ich bin da sehr gespannt und sehr neugierig darauf und kann diese Reihe wirklich nur jedem empfehlen, der ja Spannung will, Emotionen will, überraschende Wendungen will, gute Charaktere möchte und wirklich auch tiefgründig, was man natürlich in 5 Büchern sehr gut einfach schafft und es hat einfach unglaublichen Spaß gemacht. Absolute Leseempfehlung und ja, ich freue mich, dass ich beim Lesen dabei sein konnte. Auch ein Thriller seit langer, langer Zeit wurde mal wieder von mir gelesen. Und zwar von Richard Bachmann alias Stephen King, Der Todesmarsch. Wurde mir von einigen Menschen ans Herz gelegt, da ich so ein großer Panem-Fan bin. Und viele meinten, Mensch, das Buch geht so in diese Richtung. Es ist nicht direkt nur ein Thriller, sondern kommt schon fast so ein bisschen in eine düstere Science-Fiction-Version. Und dementsprechend natürlich ein bisschen Dystopie. Ja, ich habe das Buch gebraucht gekauft über Rebuy. Wenn man es neu kauft, liegt man so bei 9,99 €. Ist erschienen und erscheint, glaube ich, nach wie vor im Heine Verlag. Da kann man einfach gerne mal gucken. Ich habe eine sehr alte Ausgabe von Ende der 70er. Und finde die eigentlich sehr cool, passt auch irgendwie zum Titel. Ja, die Handlung ist relativ schnell erzählt. Es geht um junge Männer, so unter 18, die eben bei diesem Todesmarsch mitnehmen. Es sind 100 junge Männer, die unendlich weit laufen. Und am Ende gewinnt einer und der hat die Erfüllung seiner Wünsche und alle anderen sterben. Wenn man nicht schneller als, oder wenn man unter 4 Meilen pro Stunde kommt, wird man verwarnt. Also wenn man stehen bleibt, seine Schuhe bindet, was auch immer. Und bei der dritten Verwarnung hat man dann, glaube ich, noch eine gewisse Zeit gehabt, um wieder auf diese 4 Meilen pro Stunde zu kommen. Und wenn man das aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft hat, wurde man eiskalt erschossen. Drumherum stehen eben auch die Bewohner der einzelnen Städte, in der Regel Kleinstädte, die zujubeln und begeistert sind, dass die Geher in diesem Jahr wieder hier sind. Und wir erleben die Geschichte im Grunde aus den Perspektiven von den jungen Männern. Wir sind nicht direkt ein Protagonist, sondern verfolgen eben Gespräche und Gedanken dieser Jugendliche. Und sie gehen und gehen und gehen. Klingt relativ spannend, also ging es mir auch mit dem Klappentext. Leider fand ich es nicht sehr gelungen. Ich fand es sehr zäh, ich fand es sehr langweilig, mir war es zu viel gegehe sozusagen und ich habe viele, viele Fragen, die offen geblieben sind. Manches wurde natürlich schon ein bisschen erklärt, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist warum, wieso, weshalb. Das hat unglaublich lange gebraucht, bis man da dahinter gekommen ist. Ich fand es unglaublich brutal, wie teilweise diese Jugendlichen
erschossen wurden, aus welchen Gründen, dass da tatsächlich Soldaten sind, die einfach so schießen, ohne dass das ja wirklich eine Bedrohung ist, sondern einfach halt, weil es das Spiel im Grunde so möchte. Da hat es mich tatsächlich an Panem erinnert, wobei natürlich Panem viel, viel später war. Also man könnte das ja vielleicht als Vorgeschichte sozusagen zu Panem sehen. Das hat mich so ein bisschen erinnert, diese Kaltblütigkeit, dieses Spiele und, ja, wie hat Cäsar gesagt, Hunger und Spiele und, also ihr wisst, was ich meine, Brot und Spiele. Und so hat mich das auch ein bisschen erinnert, aber ich fand es wirklich unglaublich unspannend. Ich habe auch so ein bisschen diesen typischen King vermisst, der mich sehr packt, sehr fasziniert, sehr fesselt. Man wollte hier schon wissen, wie es weitergeht. Man wollte wissen, welcher Jugendliche kommt zum Schluss durchs Ziel. Und eigentlich will man auch wissen, was passiert dann danach und was passiert mit den Angehörigen der anderen. Man will so viel wissen und man erfährt eigentlich so wenig. Natürlich ist es schon sehr, sehr speziell und man spürt schon King, also das ist schon definitiv da. Und wie gesagt, ich wollte auch wissen, wie es weitergeht, aber ich habe es mir viel spannender, viel grausamer, viel brutaler vorgestellt. Und ich muss auch erst sagen, das habe ich ein bisschen vermisst. Es war also ein bisschen für mich, es war das wenig Tiefgang, man hatte wenig Bezug zu den einzelnen Charakteren und deswegen hat einen das emotional auch nicht so getroffen. Fand ich schade, dass es tatsächlich so ein bisschen langweilig war und als es zum 100. Mal kam, sie gehen, dachte ich, ja, ich habe es jetzt auch verstanden. Also das fand ich wirklich schade. Ich wollte so, dass es mir gefällt. Leider war es eher so ein bisschen ein Flop. Also ich habe es nicht abgebrochen, so schlecht war es dann nicht. Aber so richtig begeistert, gefesselt hat es mich leider nicht. Also mal wieder ein King, der mich nicht so begeistern konnte. Das ist ja auch so ein bisschen 50-50. Man kann Glück haben und man hat einen King, der einen fesselt. Und wirklich man Seite für Seite verschlingt. Und dann gibt es eben auch King, die einen nicht ganz so begeistern. Und da hat jetzt leider Todesmarsch dazugehört. Ja. Leider, aber tja, man kann es leider nicht ändern. Und dann zog ein ganz besonderes Buch bei mir ein. A Place to Remember Emily und Noah von der lieben Michelle Schrenk, die mir ihr neues Buch vorab zur Verfügung gestellt hat. Und ich habe es in zwei Rutschen durchgelesen. Es hat knapp 240 Seiten und wird zu Beginn als E-Book 99 Cent kosten und ist, glaube ich, der vierte Band der London Love Stories. Das ist eine Reihe, die von unterschiedlichen Autorinnen sozusagen ins Leben gerufen wurde, unter anderem von Sarah Sachs, Anna Fey und Carola Löwenstein. Und es geht eben um ein Antiquariat, also A Place to Remember, also der Ort der Erinnerung. Und die Schauplätze der Geschichte sind eben in London. Und Michelle Schrenk hat mich ja jetzt mit ihren Büchern die ganze Zeit im letzten Jahr gerade besonders begeistert und auch beeindruckt. Und auch ihr Winterroman, Der Zauber des ersten Schnees, das war ja ein absolutes Monatshighlight. Und ich war so begeistert und so angetan, gerade von der Wintergeschichte, dass ich jetzt natürlich auch unbedingt das Sommerbuch sozusagen lesen wollte. Ja, wir haben hier im Grunde ja wieder die Schneekugel, die eine gewisse Rolle spielt. Und zwar ist Emily 26 Jahre jung, Journalistin und glaubt dank ihrer Tante und ihrer Familie an den großen Zauber der Liebe. Und ihr wurde eben auch mit Reizen vorhergesagt, wie ihr zukünftiger Mann die Liebe ihres Lebens sozusagen aussehen würde, dass er zum Beispiel nicht pfeifen könnte und keine Schuhe binden könnte. Und das ist natürlich auch so ein bisschen humorvoll gestaltet, aber ja, Emily nimmt das natürlich schon sehr ernst. Und sie ist auf der Suche für die Jubiläumsausgabe ihrer Zeitung nach einer besonderen Geschichte, nach eben einer besonderen Liebesgeschichte und findet dann eben im Antiquariat A Place to Remember eine Schneekugel mit Gravur und sie möchte unbedingt mehr wissen über diese Schneekugel und entdeckt im Inneren einen Brief. Und Noah, der was in dem Antiquariat arbeitet, überlässt ihr die Schneekugel und hilft ihr bei der Recherche. Und beide, ja, sind jetzt eben mehr oder weniger in den Zauber der Schneekugel sozusagen verwickelt. Und die Geschichte war unglaublich herzerwärmend. Es war wunderbar emotional. Ich mochte Emily wirklich unglaublich gerne. Eine ganz tolle Protagonistin, die auch so vom Denken und wie sie gehandelt hat, einfach genau auf meiner Wellenlänge war. Und auch das Zusammenspiel dann mit Noah hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch die Schwester und der
Freund von Emily, der irgendwie ja da so ein leichter Star ist, aber nur ganz leicht, und sich halt auch so da so ein bisschen benimmt wie einer, wahrscheinlich mehr Getue als was anderes war. Und ich mochte das unglaublich gern. Ich mochte das Ambiente, das ganze Setting, das in London. Ich mochte die Zeiten im Antiquariat. Und man hatte auch so das Gefühl, dass das einfach so liebevoll ausgestaltet war und man einfach so ganz viel Gefühl dabei haben konnte. Und auch, was sich dann an Zauber zwischen Emily und Noah aufbaut, fand ich wirklich wunderschön. Es war eine Spur kitschig, aber es war genau der Kitsch, den ich auch gerne habe und der eben nicht too much ist, nicht übertrieben ist, nicht unglaubwürdig ist, sondern den es eben auch tatsächlich greifbar in unserer Welt gibt. Es gibt natürlich den einen oder anderen Moment, wo man denkt, jo, jetzt aber bitte nicht weiter, sonst fließt es. Und das hat Michelle einfach unglaublich drauf. Das hat unglaublichen Spaß gemacht, hat mir total gefallen und mich hat die Geschichte berührt und ich saß ganz oft so, vor diesem Buch und auch am Ende, das war so emotional und so toll. Es war ein ganz, ganz tolles Buch, kann ich jedem nur empfehlen. Ich werde mir jetzt auch mal die anderen A Place to Remember Bücher anschauen, ob da was für mich dabei ist. Aber bei Michelle wusste ich natürlich, dass ich nichts verkehrt machen kann. Und auch ein ganz schönes Zitat daraus, mit dem wir dann den Videoschnipsel sozusagen beenden. Verliebt zu sein ist ein zauberhaftes Gefühl, zart wie ein Schmetterling. Suchen wir nicht alle nach diesem Zauber, der für immer bleibt, nach diesem einen Menschen, dem es gelingt, unser Herz zu öffnen und mit Magie zu füllen. Ein wunderbares Buch. Jane Austens Geheimnis von Charlie Lovett war das nächste Buch, das ich gelesen habe auf meinem E-Book-Reader. Ist am 18. Juli im Goldmann Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch 9,99 und als E-Book 8,99. Hat 416 Seiten. Die Geschichte beginnt in den 1790er Jahren mit einer Unterhaltung von Jane Austen und ihren Gedanken zu ihrem ersten Roman in Hampshire. Und es gibt hier in dieser Zeit eine schicksalshafte Begegnung in einem Frauenhaus, die unsere Jane Austen für immer verändern wird. Ja, der nächste Erzählstrang ist dann in der Gegenwart in Oxfordshire und hier lernen wir Sophie kennen, die auf Eric trifft, der schlecht über Jane Austen Bücher spricht und auch über die Frauen, die diese Bücher lesen. Und das lässt sich als großer Jane Austen Fan natürlich nicht gefallen. Wir haben hier wunderbare sarkastische Dialoge zwischen den beiden, die wir beobachten dürfen. Das ist aber nicht alles bei Sophie, denn Sophie liest nicht nur gerne Jane Austen, sondern ist eine Buchsammlerin. Und das hat sie von ihrem Onkel, ihrem Lieblingsonkel sozusagen geerbt. Ihre Familie wiederum, gerade ihr Vater, hält nicht viel von Büchern. Sie haben zwar eine große Bibliothek, aber ihr Vater möchte eigentlich all diese Bücher, diese Sammlungen, die er von seinem Vater geerbt hat, verkaufen, um das Haus, um das Anwesen zu erhalten. Und das ist natürlich gar nicht, was Sophie wirklich möchte mit diesen Büchern. Sie möchte sie alle lesen, sie möchte sie alle verschlingen und sie möchte sie sich bei sich in der Wohnung stehen haben, denn leere Bücherregale sind absolut nicht ihr Fall. Und als dann ihr Lieblingsonkel stirbt, geht sie auf die Jagd nach den Büchern, die ihr Vater dann durch das Erbe eben doch verkauft hat. Und sie findet etwas über Jane Austen heraus, was auch ihr Leben verändern könnte. Und so verstricken sich die beiden Geschichten der beiden zu einer. Und wir haben in dieser Geschichte eben einmal die Gegenwart. Wir sind bei Sophie unterwegs. Wir treffen eine wunderbare Protagonistin, die stark ist, lustig ist, wunderbar sarkastisch ist. Ich mochte ihren trockenen Humor unglaublich gerne. Und die dann eben auf die Jagd geht. Es ähnelt so ein bisschen einer Krimi-Jagd, um eben ja im Grunde über Jane Austen Dinge zu erfahren, über die Zusammenhänge zu erfahren, was sie da eben herausfindet. Und sie begibt sich dann eben auch auf die Suche nach einem speziellen Buch. Und wir sind da im Grunde live dabei. Und noch nie wurde so liebevoll über Bücher lesende Frauen gesprochen wie in diesem Buch. Und gleichzeitig gefiel mir eben der Zeitsprung zu Jane Austen unglaublich gut, wo wir eben Dinge erfahren, wie ihr erstes Werk entstanden ist, wie es von einer Briefform in eine Romanform gekommen ist, wie sie mit ihren Schwestern sich unterhält, ihren Nichten, ihren Eltern, wie sie ja eben auf diese schicksalshafte Begegnung trifft und dass sie eben einen wunderbaren Freund trifft und beide sich im Grunde inspirieren zu ihr
ihren Werken. Und ich mochte diese Zeitsprünge unglaublich gerne. Es war total spannend, authentisch. Und man erfährt eben so ein bisschen was Historisches von Jane Austen. Und wer sich so ein bisschen damit beschäftigt, mit ihren Büchern, der spürt da wirklich tatsächlich ganz viel Jane Austen. Das hat mir als Jane Austen-Fan wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich mochte einmal die jetzige Zeit, diese Reise nach speziellen Büchern, diese Buchleidenschaft von Sophie, mochte aber auch die Entstehung von Jane Austens ersten Buch, dass man da im Grunde so live dabei war. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Und es ist eben eine wunderbare Verkettung von Dingen, die eben die Vergangenheit mit der Gegenwart zueinander bringt. Und ich hatte unglaublich viel Spaß bei diesem Buch. Es war spannend, es war lebhaft, es war lebendig. Man hatte nicht das Gefühl, man liest einen trockenen, ja, historischen Roman über Jane Austen, irgendeine Biografie, so gar nicht, sondern eben nur, was wäre, wenn, es könnte halt tatsächlich so gewesen sein. Und dann eben die Verstrickung in die jetzige Zeit, wo wir eben auf Sophie treffen, die ist so wunderbar, ist eine wunderbare Protagonistin, die sich toll entwickelt, die wunderbar Tiefe bekommt, auch die Nebencharaktere, die wichtig werden, finde ich ganz, ganz toll, und mir hat es unglaublichen Spaß gemacht. Ein tolles, tolles Buch, was ich vielleicht auch gar nicht erwartet hätte. Also ich habe es mir natürlich erhofft, habe aber von dem Autor noch nichts gelesen, und ich mochte einfach diese Verwicklung dieser beiden Stories und dass eben wir hier ein Jane Austen-Geheimnis erfahren. Und das hat eben wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht, auch wenn es so ein bisschen Krimi-lastiger dann wurde, als man eben auf die Jagd nach diesem einen besonderen Buch geht, mochte ich das toll, mochte ich das gern. Das war wirklich eine tolle Geschichte mit tollen Charakteren und die wirklich wunderbar erzählt wird in einer ganz, ganz tollen Story, und man spürt innerhalb der Story eben auch, wann bin ich in der Gegenwart. Das klingt eben viel moderner, als wenn wir in der Jane Austen-Zeit sind, die sich tatsächlich ein bisschen vom Sprachstil eben annähert an diese Zeit, und ich fand das einfach toll. Mir hat das unglaublich gefallen, das war wirklich ein ganz besonderes Lesevergnügen in diesem Monat, und ich kann es wirklich absolut nur empfehlen. Im Leseclub haben wir diesen Monat Die Macht des Schmetterlings von Matt Dickinson gelesen. Dieses ist im Juli 2015 im Gulliver von Belz und Gelberg Verlag erschienen, hat 344 Seiten, kostet als Taschenbuch 8,95 und als E-Book 7,99. Ja, im Leseclub, das ist ja immer so, dass wir einmal im Monat, jeder von uns, von Alicia und Phil sind da mit dabei, ein Subbuch vorstellen, zur Wahl stellen, und ja, Die Macht des Schmetterlings hatte eben für den Juli gewonnen, und so haben wir es Ende Juli dann auch gemeinsam gelesen. Um was geht's in der Geschichte? Es ist ein bisschen schwierig. Es geht im Grunde um diese Chaostheorie, um den Schmetterlingseffekt, dass eben der Flügelschlag eines Schmetterlinges eben am anderen Ende der Welt einen Hurricane, Tornado, irgend sowas auslösen kann. Und es darum geht es tatsächlich in der Geschichte. Wir haben auch nicht einen Geschichtsstrang, sondern verschiedenste. Wir sind unter anderem in London, in Washington, wir sind in Afrika bis an den Mount Everest. Also wie ihr seht, von jedem Kontinent eigentlich irgendwie etwas dabei, bis auf Australien. Da waren wir nicht, das war vielleicht dann ein bisschen zu weit für die Chaos-Theorie. Und die Geschichte fängt eben an mit dem Flügelschlag eines Schmetterlings. Daraufhin erschrickt sich ein Kaninchen. Dieses Kaninchen erschrickt wiederum ein Rennpferd. Und danach gibt es eben einen Tierarzt, der kommen muss. Hier wiederum ist dann der Sohn zusammen mit einem Freund vom Tierarzt allein zu Hause. Sie nehmen sich ein Gewehr, jagen einen Hirsch. Dieser Hirsch erschrickt eine Pilotin, die dann wiederum vielleicht zu spät zu ihrem Flieger kommt, und so weiter und so fort. So in etwa kann man sich die Geschichte vorstellen. Auf jeder Seite bzw. jede Perspektive hat so, jedes Kapitel hat 1 bis 2 Seiten. Man fliegt wirklich durch dieses Buch. Das ist unglaublich, wie schnell man da durchgekommen ist, und man hat eben immer pro Kapitel eine Sicht auf die Dinge, man hat begleitet immer einen Charakter bzw. einen Erzählstrang. Manchmal überschneiden sich die Geschichten natürlich auch, gerade weil dann eben durch die verschiedensten Zufälle eben die Menschen aufeinandertreffen, und das ist wirklich was ich unglaublich toll fand, diese Sicht auf die Dinge. Man guckt von oben herab, was sozusagen Vorteil wie Nachteil ist, da komme ich später zu. Es hat unglaublichen Spaß gemacht, da durchzujagen, so diese verschiedenen Zusammenhänge zu erkennen und manchmal auch einen Zusammenhang erst viel später zu erkennen, dass der weiter vorne in der Geschichte im Grunde schon passiert ist und dass da vorne dieses Ereignis schuld ist, dass das da hinten so passiert, wie es passiert. Das fand ich wirklich grandios. Also ich glaube wirklich, Matt Dickinson, wie sich Gedanken gemacht hat, der musste da wirklich schon einen Überblick haben. Also das finde ich wirklich ganz, ganz toll, was der Autor da geschaffen hat, dass manches zwar doch ein bisschen weit hergeholt ist und auch ein bisschen unlogisch manches ist, aber er trotzdem versucht hat, da eine logische Geschichte draus zu spinnen. Es ist ihm nicht immer geglückt. Das ist wirklich so,
eine Kritik, dass es da Dinge gibt, die schon sehr an den Haaren herbeigezogen waren und man vielleicht als Leser nicht ganz glaubt oder denkt, oh, das ist jetzt aber schon zu viel des Guten. Aber an sich ist diese Idee, was eben dieser Flügelschlag auslöst und wie dann die einzelnen Geschichten zusammenhängen in der Kette, das kennt man aus dem wahren Leben aller. Hey, ich stehe hier an der Kasse zu lange und wäre ich aber 5 Minuten eher von dieser Kasse weg gewesen, von dieser Warteschlange, hey, wäre ich vielleicht in einem Unfall dort und dort verwickelt gewesen. Ich glaube, das erlebt man auch gerade bei großen Katastrophen wie dem 11. September zum Beispiel, habe ich das noch im Kopf, dass viele gesagt haben, hey, meine Bahn war zu spät und wäre ich 10 Minuten eher im Büro gewesen, hätte es mich erwischt oder zum Glück habe ich verschlafen, ich verschlafe sonst nie. Wisst ihr, also sowas gibt es ja im wahren Leben im Grunde auch und jeder hat das schon erfahren, dass man eben irgendeine Ursache hier vorne hat, die weiter hinten eben irgendwie seine Wirkung sich zeigt und das fand ich total toll aufgebaut. Diese ganze Geschichte war wirklich unglaublich toll, sie war spannend und gerade gegen Ende wollte man dann einfach nur noch wissen, wie wird dieses Buch enden. Und dann kommen wir schon eigentlich zum großen Kritikpunkt, denn das Ende finde ich einfach nicht gelungen. Man hat den Eindruck, dem Autor ist dann irgendwie die Idee ausgegangen oder er hat sein Ziel irgendwie verloren. Das Ende hat mir persönlich wirklich überhaupt nicht gefallen. Ich war nur noch so da gesessen und dachte, ach nee. Also es war einfach zu viel des Guten. Dass sich dann am Ende irgendwie die Kreise schließen, war mir klar, aber dass es so passiert, damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist für mich der ganz große Kritikpunkt, weil ich sonst das Buch wirklich durchgängig gut, spannend und auch vom erzählerischen Stil her sehr toll fand, weil es einfach einen mitgenommen hat. Mir persönlich waren die Kapitel ein wenig zu kurz und ich wollte ein bisschen mehr in die Charaktere hineinsehen, hineinhören, hineinfühlen. Ich wollte ein bisschen Emotionen, das ist wirklich auf der Strecke geblieben. Man bleibt wirklich irgendwie ja objektiver Beobachter von oben, was natürlich auch irgendwie schon Sinn macht, weil man muss ja die Zusammenhänge zwischen den Geschichten begreifen. Wäre man jetzt zu tief in einer Geschichte, würde man natürlich so das große Ganze aus den Augen verlieren. Daher war das in Ordnung, wenn es mich auch so ein bisschen gerade am Anfang, um reinzukommen, ein bisschen gestört hat, aber dann wirklich nicht mehr. Also wenn man mal sich an diesen Stil gewöhnt hat, war er wirklich ganz, ganz toll und ich mochte einfach die Idee. Allerdings, wie gesagt, das Ende und auch manches in der Umsetzung war ein bisschen holprig. Also ich finde Idee genial, Umsetzung leider ein bisschen schlechter. Hätte man irgendwie mehr machen können, finde ich. Ja, jetzt werdet ihr fragen, wie mehr? Aber ja, also na, ich hätte mir da als Leser tatsächlich irgendwie noch ein bisschen mehr Logik gewünscht und dass eben nicht irgendwo eine 18-Jährige den Mount Everest besteigt und dann abfällt, herunterfällt mit einer Lawine. Und das war so, wo ich dachte, hä? Naja, Ja, ich bin da aber zu wenig Bergsteiger, um das beurteilen zu können. Und so gab es eben manche Momente, wo man so dachte, und auch im Leseklub wurden gerade diese Momente immer so ein bisschen kritisch gesehen, wo ich denke, ich bin hier nicht der alleinige Leser, der das ein bisschen merkwürdig findet, sondern es gibt eben auch andere, die sich dann an diesen Situationen manchmal gestört haben. Und ich denke, okay, wenn man nicht so ganz allein mit seiner Meinung dasteht, ist das ja immer ein bisschen beruhigend, weil sonst denkt man sich, ja, vielleicht habe ich doch das große Ganze nicht begriffen. Im Großen und wirklich diese Idee, grandios, genial, ist wirklich ein Genie, Matt Dickinson. In der Umsetzung war es dann tatsächlich ein bisschen schade, dass er nicht wirklich sein ganzes Potenzial entfacht hat und das Ende, das hätte einfach irgendwie anders sein sollen. Das hat sich für mich nicht plausibel und nicht richtig angefühlt und nicht richtig rund. Aber ansonsten eine tolle Idee und wirklich empfehlenswert, wer mal was ganz anderes lesen möchte und durch diese kurzen Kapitel rast man auch durch das Buch und hat wirklich nach 100 Seiten nicht das Gefühl, dass es 100 Seiten waren. Also da ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Man sollte nur vielleicht einfach so ein bisschen unvorhergenommen in diese Geschichte hineingehen und sich auf das große Ganze einfach freuen. Dann hat man auch definitiv ganz, ganz viel Spaß bei dieser spannenden Geschichte. Hokus Pokus, liebe mich, von Amy Alward, ist der erste Teil der Love Potion Reihe, ist erschienen im Juli im CBJ Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet als Taschenbuch 9,99 als E-Book, als dass ich das auch gelesen habe, 8,99 und hat 384 Seiten. Und wir sind hier in einem Königreich in Nova und wir treffen auf Samantha, die in der Apotheke ihres Großvaters arbeitet, der Alchemist ist. Sie hat eine magische Mutter und einen ganz normalen Vater, eine liebenswürdige Schwester und sie lernt von ihrem Opa eben, ja, sich in der Alchemie auszukennen, erfährt Dinge über wunderbar natürliche Mittel, über Inhaltsstoffe und ja, leider geht es dem Unternehmen nicht ganz so gut. Sie stehen so kurz vor dem Bankrott, denn die Synthetiker, die eben die ganzen Inhalte sozusagen künstlich herstellen, sind auf dem Vormarsch in Nova und ja, das gefällt der Familie natürlich nicht ganz so gut.
Auf der anderen Seite haben wir Evelyn, die Prinzessin des Königreiches, und sie mixt einen verbotenen Liebestrank, denn sie möchte sich Zayn sozusagen untertätig machen und möchte von ihm geliebt werden. Und es passiert leider etwas ganz Blödes, denn Evelyn trinkt ihren Zaubertrank selbst und ist somit in sich selbst verliebt. Und das ist einfach wunderschön. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Es hat unglaublichen Spaß gemacht. Und die königliche Familie, die Eltern von Evelyn laden eben zur Jagd ein, um eben das Gegenmittel zu diesem Zaubertrank zu finden, damit Evelyn gerettet werden kann. Denn die königliche Familie und Zaubertränke, das ist irgendwie nicht so gut. Das kann das ganze Land in Chaos versinken. Und es gibt dann noch eine böse Tante, die Schwester des Königs, die unbedingt herrschen möchte und die in der Jagd dann sozusagen mehr oder weniger boykottiert und sich an den ganzen Menschen, die da sozusagen teilnehmen, egal ob Alchemisten oder Synthetiker, die dann im Grunde einfach hinter ihr her ist, damit das Gegenmittel von ihr gemacht wurde. Wir begeben uns auf eine Reise mit Samantha und mit ihrem Opa und auch Kirsty, eine coole Sammlerin, die sich darauf im Grunde spezialisiert hat, diese Mittel zu finden. Und wir treffen auf Meerjungfrauen, auf einen Yeti. Wir sind unterwegs, lernen etwas über tolle Inhaltsstoffe, die es so in der natürlichen Welt sozusagen gibt oder natürlich auch in dieser Märchenwelt. Und es ist wirklich eine tolle Geschichte. Es hat mich unglaublich gut unterhalten. Es war richtig märchenhaft, bezaubernd. Ja, es war so richtig rosa, wie das Cover auch ist. Man geht da so total beschwingt dann aus dieser Geschichte raus und man fühlt sich selbst irgendwie gleich 20 Jahre jünger. Und es ist so ein modernes Märchen, das echt Spaß macht, auch von der Sprache her mir unglaublich gut gefallen hat und mich einfach mitgerissen hat, begeistert hat. Und es war ein wirklich ganz, ganz toller Buchtipp, eine tolle Empfehlung, die ich da bekommen habe. Und es wird mindestens einen zweiten Band geben, der auch schon angekündigt ist, glaube ich, für Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, ich weiß es nicht mehr genau. Das habe ich auf jeden Fall schon gesehen und es hat mich echt begeistert. Es hat mir gut gefallen und ich werde den zweiten Band lesen. Ich muss ehrlich gestehen, was ich ein bisschen kritisch gesehen habe, war manches in der Übersetzung, dass Samantha zum Beispiel zu ihrem Opa immer Granddad gesagt hat. Das hat für mich irgendwie so einen Zuckerer beim Lesen ergeben und dass auch immer von den Royals die Rede war, wo ich so dachte, warum hat man denn dafür nicht auch irgendwie ein deutsches Wort gefunden, wenn alles ordentlich deutsch übersetzt ist, also auch der Liebestrang, was ja dann wieder nicht Love Potion genannt wurde, wo ich sagte, das hat sich für mich so ein bisschen komisch angefühlt beim Lesen. Es hat irgendwie nicht reingepasst in die Story. Und ich persönlich merke halt einfach, ich bin halt doch schon über 30 und nicht mehr in diesem Kinder-Jugendalter, dass es halt schon eine sehr leichte Geschichte war, eine sehr leichte Sprache, die schön war, gar keine Frage. Aber man halt einfach spürt, man ist halt doch schon eine Spur weiter sozusagen im Lesen. Aber es hat mich unglaublich gut unterhalten, hat unglaublichen Spaß gemacht und gerade die Momente, wenn die Prinzessin Evelyn mit ihrem Spiegelbild gesprochen hat und sie selbst war Eve und er hat mit Lynn sozusagen gesprochen, das war so niedlich, wenn die, also ja, Evelyn ja eigentlich, ja, meine große liebe Lynn und wir möchten heiraten, ich werde ihr heute Abend einen Antrag machen. Das war so lustig, so niedlich gemacht. Das war eine total coole Idee, die mich, ja, also die bringt mich auch jetzt noch zum Strahlen, die ich echt total niedlich fand. Die hat mich echt, ja, ich habe dadurch einfach echt lauthals immer gelacht. Ich fand das so putzig und ich habe mir das schon so bildlich vorgestellt, wie man das mal vielleicht in einem Film tatsächlich umsetzt. Und ich fand das klasse. Also es war echt wunderbar beschrieben und auch die Reise dann wirklich, wenn wir Berge besteigen, um Yeti-Haare zu bekommen und sowas, fand ich unglaublich toll. Hat ganz viel Spaß gemacht, hat mich gut unterhalten. Ich freue mich wirklich auf den zweiten Teil. Und bin mega gespannt, wie es dann in dieser Welt, wie es in Nova mit Samantha, Zayn und all den anderen weitergeht, mit Evelyn. Und ich hatte echt Spaß beim Lesen. Und bis auf die Zuckerer bei Granddad war alles gut. Und ich fand einfach die Idee mit diesen in sich selbst verliebt total niedlich. Also absolute Empfehlung. Gerade wer Jugendbücher mag, wird hier auf jeden Fall ganz viel Spaß haben. Wer ein modernes Märchen lesen möchte, ist hier absolut richtig und hat mir echt große Freude gemacht. Und das waren sie nun, die restlichen 8 Bücher meines Büchermonats Juli. Und auch hier haben wir den ein oder anderen Flop dabei oder auch totale Begeisterungsstürme. Also gerade der Name des Windes, den ich ja abgebrochen habe, das tut mir nachhinein wirklich immer noch total leid. Aber was soll ich machen? Auch Todesmarsch konnte mich leider nicht wirklich komplett überzeugen. Und dafür überraschende Bücher, wie zum Beispiel Eigentlich bist du gar nicht mein Typ oder Place to Remember oder Jane Austens Geheimnis, wirklich ganz, ganz toll. So viele tolle Bücher dabei. Natürlich kann nicht immer alles nur toll und
hervorragend und grandios sein. Wo Licht ist, ist auch Schatten und deswegen müssen da eben auch mal das ein oder andere Flopbuch dabei sein, sonst würde man ja die tollen Bücher gar nicht mehr zu schätzen wissen. Ja, wie ihr gemerkt habt, habe ich tatsächlich meine Want-to-Read-Liste abgearbeitet. Im ersten Teil des Büchermonats habt ihr ja schon gesehen, dass ich Sommer für immer und Psira gelesen habe und dann stand ja noch Mod ja auf der Reihe. Ich wollte ja die Unwandelbar-Reihe lesen. Das habe ich sozusagen geschafft und auch wirklich eine ganz, ganz tolle Reihe. Todesmarsch stand auf der Liste und die Macht des Schmetterlings, was wir ja im Leseklub gelesen haben. Und ja, alle Bücher sozusagen abgehakt und mir haben diese Leselisten auch wirklich gut gefallen. Für den August gibt es ja keine, weil ich da Urlaub habe und mich da gar nicht irgendwie festlegen möchte. Ich da einfach mache, was ich möchte und wie ich Zeit habe. Und ja, also dementsprechend gibt es da keine. Aber ich denke, für den September werde ich dann wieder was vorbereiten. Ja, ein sehr bunt gemischter Monat. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß bei diesem Videoformat. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie euch das nach wie vor gefällt. Und vielleicht habt ihr ja jetzt auch im zweiten Video vielleicht schon das eine oder andere Buch gelesen oder habt es vielleicht noch auf eurem Sub. Dann könnt ihr mir das gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich wünsche euch nun einen schönen Tag, einen schönen Abend und wenn ihr wollt, so, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.